Hallo und herzlich willkommen, Glück auf zur zweiten Ausgabe des Fußball-Legenden-Talks. Ich bin der Talker, das sind die Legenden. Unser Gastgeber, Rüdiger Brandschick, hallo Abi, ja, hier in deinem Sportshop. Und Klaus Fischer ist zum ersten Mal dabei. Einer, der einen Namen hat, den es öfter gibt, aber den man trotzdem nicht vorstellen muss. Eine absolute Legende, der zweitbeste Fußballer auf Mittelstürmerposition, den es je gab. Reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, über den Besten. Und als Gast heute Thorsten Legert. Ja? Grüß dich. Hi, rübergekommen nach Gelsenkirchen. Ja. Machst du ja immer gerne als ehemaliger Schalker. Wobei deine Zeit bei uns war ja nur kurz, aber hatte ich irgendwie trotzdem sehr beeindruckt. Ne? Absolut. Ja. Ich habe zwar nur 4 Einsätze gehabt auf Schalke. Hinzu kam ja noch ein Knorpelschaden. Aber keins verloren? Nein, ich habe keins verloren. Ich hab immer gut. Ja, ja. Aber die, gut glaub ich, die 4 Spieler, die haben mich geprägt. Und ich würde das überhaupt nicht missen. Das, was ich da erlebt habe in 2 Jahren, das habe ich die ganzen Jahre in der Bundesliga nicht erlebt. Familie, klasse, sportlich, alles top. Und das nach so einer langen Karriere, ja. Fast 250 Bundesligaspiele, ja. Und Erfolge im Europapokal. Das hatte ich gar nicht mehr so auf der Pfanne. Als du zu Werder gegangen bist, hat es ja gleich mal richtig geschnackelt, ne? Ja, im ersten Jahr, ja. Du wechselst natürlich ja von meinen... Ja, Familienverein, VfL Bochum, nach Bremen. Und wir sofort im ersten Jahr Europapokal, der Pokalsieger, ja. In Benfica Lissabon, glaube ich, gegen Monaco 2-0 gewonnen. Ja, mein Gott, ey, was willst du noch mehr, ne? Ich glaube, ab dann ging es aufwärts. Der junge Thorsten Legert mit den Legenden des SV Werder, Rune Bratzett. Hat der Mann in Buxmann noch Klaus gespielt? Klaus Allofs. Nee, Mann, er hat damals noch in Dortmund gespielt. Ah, ja. Wer hat dich noch besonders, wen hast du noch besonders in Erinnerung? Wer hat dich da besonders beeindruckt? Neben natürlich Otto Rehhagel, dem großen Meistertrainer. Ach, ich glaube, ist alles beeindruckend gewesen für mich, ja, weil ich alles geschätzt habe, die ganzen 15 Jahre. Ich war dankbar. Ich habe mich natürlich ein bisschen auch selbst motiviert im Arsch getreten, auf Deutsch gesagt, ja, weil ich eigentlich ja nicht auf mein Talent sitzen wollte. Ich wollte mehr Titel haben, ich wollte bessere Spiele. Manchmal geht es nicht. Aber ich sag's noch einmal, nicht nur, weil ich hier stehen darf, ja, ich war glücklich, ja, wieder hier sein zu dürfen im Ruhrpott, ja, und als Assi mich damals angerufen hat, komm auf Schalke zu spielen, ja, war ich der glücklichste Mensch, weil ich zu Hause war, ja, die Ruhrpottler haben mich gefehlt, das ist das Problem gewesen. Ja, zwischendurch warst du noch in Frankfurt und Stuttgart und dann ruft er dich an und du legst auf, hab ich gehört. Ich dachte, da will mich einer verarschen, dachte ich. Ja, ganz ehrlich, ohne Quatsch. Ja, ich bin gerade so im Stress gewesen bei mir im Haus. Ja, und dann sagt einer, ja, hier Assauer. Ich sage, ja, leck mich am Arsch, tschüss. Hab ich gedacht, ja, und da habe ich einen Rüffel bekommen. Ey, ganz ehrlich, da sagt er so zu mir, wenn legst du noch einmal auf, ja, hau ich dann auf die Fresse. Jetzt hier ist der Assauer von Schalke. Ich sage, oh mein Gott, ich habe wirklich einen Herpes sofort bekommen, wirklich ohne Quatsch. Dann sagt er so, hast du Bock auf Schalke zu spielen? Ich sage, ich packe sofort meine Klamotten. Badelatschen eingepackt, Kulturtasche, ab nach Schalke gefahren. Ja, und dann habe ich alles... Ja, dort unterschrieben und war schwer, ein schwerer Stand im Moment, aber nichtsdestotrotz, die Leute habe ich gemocht, die habe ich geliebt, das Umfeld habe ich sowieso geliebt und ich habe alles vermisst dort, da zu Hause. Und Rudi war natürlich auch einmalig. Ne? Ja, ich habe Hast du bei der Unterschrift den Vertrag gesehen vor Zigarrendampf? Ich glaube, in dem Moment war mir das alles egal. Ich habe wirklich noch nie so eine lange Zigarre gesehen, die er im Mund hat. Ich glaube, das sagst du gar nichts. Ja, wenn du geholt wirst als Spieler, ja, dann bist du eigentlich nur dankbar. Ja, und er ist eine riesen Respektperson gewesen. Rudi hat mich behandelt ja wie sein Sohn und hat gesagt, du fühlst dich hier wie zu Hause, wie in deinen 4 Wänden zu Hause. Und ich will eigentlich nur, dass du pölst. Ja, das hat er gesagt. Und dann gab es das legendäre Foto. Die Geschichte, die immer wieder kommt. Ja, da war ich ja nicht alleine. Foto. Ja, hört mal. Thorsten mit der Hose bis unter der Achsel. Was steckte da dahinter? Pass auf, wir waren ja in diesem Rohbau ja vor dem Felddienstarena. Ja, geschätzte ungefähr 20, 30 Minuten Fotos gemacht zum Ende. Keiner hat mehr Lust gehabt. Wirklich keiner. Nur am Stehen. Hier, wo ist der Vogel? Hier, Ton. Ja, Lego. Ich sag, ja, was willst du? Da sagt er so, hey, ich habe keinen Bock mehr, mach irgendwas. Ich sage, was soll ich denn machen? Sag ich so, zieh deine Buchse hoch. Ich sage, nur wenn ich Geld kriege. Da sagt er, komm, kriegst du einen 500er. Ja, 500er. Da sagt der Möller auch zu mir. Der Olaf hat das gesagt. Der Olaf sagt, hat mich animiert, so ein Vogel. Ja, hat mir noch nie angeboten. Nee. Und dann sagt der Möller oben hinter in so eine Ecke,
kriegst du mir auch 500 für eine richtige Unterhaltachsel. Ja gut, das konnte ich ja jetzt nicht machen. Ne? Ja, so, dann habe ich es irgendwie hier oben hingezogen. Hier habe ich oben noch den Sponsor. 1500 hast du dann nur. 1000, nur 1000. Ja, so. Im Endeffekt war alles Käse, Kokolores. Offizielles Mannschaftsfoto ja. war das. Ja, ja, aber das hey. Haben sie alle erst hinterher gesehen. Aber Leute, ganz ehrlich, wir schießen vorher. Aber Klaus, wir schießen vorher 20 Fotos, ungefähr 10.000 Fotos und das letzte nimmt er. Das ist ja auch eine Frechheit. Ja. Komm, mach weiter. Ey. Komm, das ist, ich kriege jetzt schon wieder Schweißperlen auf den Stirn. Ja, vor allen Dingen hast du ja die interne Geldstrafe gehabt, die höher war als die 1.000. Ah, ne? Hat dir ja. nicht so richtig gelohnt. Pass auf, das war alles okay. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, ab. Habe ich auch bekommen, sofort. So, am anderen Tag muss ich natürlich antreten oben. Ne? Da kam irgendeiner auf den Platz und sagte so, du musst mal oben zur Besprechung. Ich sage, wie ist so Training? Er sagte, hüpp, mit so einem holländischen Dialekt da, hopp, geh, hopp, da. Ja, da war ich da oben. Wie hieß die nochmal? Die, seine Assistentin da, Sabine Söldner. Sabine Söldner. Du bist erwartet. Ich sage, schlimm? Geh mal hin. Ich sage, was ist denn los? Boah, da steht Klaus wirklich, Abi. Boah, ich habe mir in die Hose geschissen. Er macht da die Tür auf, steht da hin, geh ja rein. Ich sage, was hab ich? Boah, ey, so ein Zigarre ne, im Mund. Sagt er, pflanze ich da hin. Boah, ich am Schlucken, genau wie ich jetzt auch. Wirklich, ich habe mich hier voll geschwitzt, wirklich. Ich sage, ich muss trainieren. Halt deine Fresse, sagt er so. Was hast du da gemacht? Ich sag so, was habe ich denn gemacht? Du kannst doch nicht die Hose hochziehen. Ich sag so, pass auf, Manager, ganz einfach. Ich habe eine 8er Hose bekommen, die muss ich hochziehen. Klaus, das ist aber auch nicht gefühlt zu groß. Klaus, ganz ja. ehrlich, dann sagt auf er. Auf jeden Fall hat dir ein bisschen was eingefallen. Ja. Das ist schon mal gut. Ja. Ja. Der hat dann auch belächelt ja, und sagte so, sag mal, spinnst du, sagt er. Dann sage ich so, eins muss ich vorweg sagen. Wir schießen 20.000 Fotos und das letzte nimmt er. Der ist aber ganz klar. Der ist aber so ein Klatsch-Tratsch. Lager Fotograf. Ja, so ein Dia, genau. Ich habe irgendwie was gesagt, war lustig. Dann sagt er so, weißt du was, jetzt länger. Sagt er so, du hältst jetzt an der Klappe, sagt er so, und zahlst 20.000. Hui. Ich sage, das ist aber ein bisschen viel, ne? 1.000 gegen 20.000 und 5.000 in die Kasse. Und ein Mannschaftsabendessen, das habe ich alles bezahlt. Ja, da habe ich alles bezahlt, ganz ehrlich. War auch gerechtfertigt ja, und alles drum und dran. Und dann das Schönste war, okay, gehe ich runter, dann gehe ich zum Platz, weil hier noch eine Montur war. Hier steht der Hüpp mit Hose hoch hier, Achterberg, Ola und Tim rum. Ich sage so, ist das witzig und alle am Lachen. Hey. Das ist unvergesslich, habe ich Spaß gemacht, klasse, alles top, wirklich. Ja, ja wunderbar. Aber natürlich eine ordentliche Strafe, denn damals gab es ja noch keine 30.000 pro Punkt. Ne? Ja, pro Punkt. Klaus, du kennst ihn ja sogar als jungen Mitspieler. Ne? Ihr habt zusammen beim ja. VfL Bochum die letzten beiden Jahre deiner Karriere, waren die ersten beiden seiner. Ja, ich kam als alter Mann nach Bochum und er war 18 Jahre, kam aus der Jugend raus und haben noch zusammengespielt. Und als ich nach Bochum ging, dachte ich mir, okay, das ist nicht von Köln nach Bochum. In Köln muss ich schon viel laufen, denn in Bochum, da sind alte Leute, mein Alter. Atalamek. Die werden ja auch nicht laufen. Auf einmal konnten die unheimlich viel laufen. Ob das der Lothar Wilk, Atalamek, die konnten, Jupp Teinhagen, die konnten unheimlich viel laufen. Ich war ja, kein Spieler im Ausdauerbereich gegrenzt hat. Meine Stärke war eben im Sprint. Und das waren schon harte Tage, gerade in der Vorbereitung für mich, da ein bisschen mitzuhalten. Ja, und er war körperlich ja sicher auch einer ja. von den Jansfitten, oder? Thorsten war ein Stier auf Deutsch gesagt. Ja. Der konnte ja, laufen, dazu laufen, sagen, laufen konnte ohne. Der nie. Wir haben auch immer in Schalke eine Gruppe gehabt, die ganz hinten war. Also das heißt, da hat er sich auch aufgehalten. Also davon ab, ich war aber auch einer davon, denjenigen, die auch hinten waren. Da waren nur einige hinten. Also du hast also nie Leute gesehen, die so wie, was weiß ich, Manni Dubski oder Aki Lütke Bohmert, die hast du nie gesehen. Aber die anderen, ja, die ganzen Stürmerabteilung, Erwin, ja. Klaus und ich. Im Austauschbereich haben wir die von hinten gesehen. Ja, genau. Und lange von hinten gesehen. Lange. So war das damals. Aber ich muss ehrlich sagen, kein einziger Trainer hat zu mir gesagt, dass ich da schneller laufen muss. Genau. Mhm. Im Austauschbereich. Ob das in Köln war, und in Köln sind wir auch unter Rinus Michel gelaufen ohne Ende.
oder in Bochum, Schafschall oder in Schalke. Aber kein einziger Trainer. Die wussten natürlich damals auch, welcher Spieler man war. Ja, ein Mittelfeldspieler, der nicht laufen kann, geht eigentlich nicht. Aber ein Stürmer muss ein guter Sprinter sein. Der muss schnell sein, Andritt schnell muss er sein. Und das war ich ja, und von daher hat es nie Probleme gegeben. Du wusstest ja, wo der Ball hinkommt und warst dann da. Ob du da schnell hingekommen bist oder langsam, ist ja egal. Ne? Hauptsache, ja, du bist da und machst ihn rein. Ja, ich habe schon gewusst, wo der Ball hinkommt. Aber wir haben uns auch abgesprochen. Die wussten ja, ob das Den war oder Abi. Die wussten ja, wenn sie noch schauen konnten, wo ich bin, ja, und wenn sie nicht mehr gucken konnten, wenn sie aus dem Laufduell flanken mussten. Ja, dann erster Pfosten. Ja, das, und ich habe beobachtet und dann hast du dementsprechend hast du entschieden. Und das, ich glaube, dass das ganz, ganz gut war. Aber wir haben uns auch noch, wenn wir im Trainingslager waren, nach dem Abendessen, am Freitagabend, sind wir spazieren gegangen und da haben wir uns unterhalten. Über das Spiel, über die Situation und so weiter. Und ich glaube schon, dass das gut funktioniert hat. Abi, du hast nie mit ihm gespielt, aber gegen ihn? Kannst du dich da an einzelne Spiele erinnern? Nee. Ich habe gegen Abi nicht gespielt. Ja, auch schön schlecht ausgesehen. Aber du hast andere aus Bochum nicht so gern gesehen auf Platz. Ja, ich hatte hier so einen speziellen Freund in Bochum mit Atta Lamek. Wenn ich den schon gesehen habe, dann bin ich fast weggelaufen. Ich weiß auch nicht, warum, aber weshalb. Der Atta, der war eigentlich so langsam, dass man als Außenstürmer, wenn man so schnell war, eigentlich leichtes Spiel hatte. Aber irgendwie hat er so Verzögerungen gehabt in seinem Körper. Und immer wenn ich vorbei wollte, hat er dann nichts gemacht. Und dann hat er irgendwas gemacht und der Ball ist hängen geblieben. Und ich war am Verzweifeln. Ich bin oft zum Ivica Horvat schon in der Halbzeit reingelaufen und habe gesagt, Trainer, nehmen Sie mich raus. Gegen den kann ich nicht spielen. Dann hat er gesagt, geh mal auf die andere Seite, soll Erwin mal rüberkommen. Dann haben wir mal gewechselt. Dann habe ich hier gegen den Tiger gespielt. Und gegen den habe ich gut gespielt. Ja, Hermann Gerland, da habe ich gut. Ich dachte, oh, guck mal, die andere Seite, der Erwin aber auch wieder gegen den Lamek, auch ganz einfach. Wir wechseln, Batsch, hängen geblieben. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wieso komme ich an die? Das ist es. Es ist ein Phänomen. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich den gesehen habe, habe ich irgendwie Panik gekriegt schon. Da habe ich gesagt, mein, das kann doch nicht sein. Wie kommst du an diesen Typen nicht vorbei? Ja? Ich glaube schon, dass es damals auch Spieler gegeben hat, die mit den einen oder anderen nicht klargekommen sind. Damals in der Manndeckung, heute ist das ja nicht mehr gegeben. Heute ist im Raum gespielt, ja. Ballorientiertes Verschieben. Von daher hast du auch immer mal, egal wo du hingehst, hast immer einen anderen Gegner. Damals war es eben so, dass ein fester Gegner da war. Und dann kann es schon vorkommen, dass du einfach kommst du mit denen nicht klar. So wie Stanley Buda und Berti Vogts. Ja, ne? Da wurde auch immer gesagt, wenn der Berti gegen Stürmer, Stan spielen muss, dann will er morgens nicht aufstehen. Ja, oder Berti Vogts gegen Erwin Gremes. Ja. Der Erwin hatte ein leichtes Spiel. Berti hatte schon Angst, wenn er gegen Erwin spielen musste. Ja. Ja. Es gibt so Typen, wo die passen gut zusammen und dann gibt die Hause voll mit dem Kopf zusammen. Also das ist einfach so. Und wenn du siehst, so von 18 Verteidigern eigentlich nur einer dabei gewesen ist, wurde so ein bisschen Probleme gehabt, dass dann kann man die andere Saison also immer gut durchlaufen lassen. Also so, das ist nicht ganz so schwer. Ne? Ja, Klaus, damals in Bochum, um die Zeit abzuschließen, du hast dein letztes Tor mit 37 geschossen, dein letztes Spiel mit 38 gemacht, ne, für den VfL. Also richtig ganz lange das Ding noch zu Ende gezogen. Als dann der Abschied klar war, wie schwer ist dir das eigentlich gefallen? Dann bist du ja noch Co-Trainer geworden da. So richtig loslassen wolltest du nicht vom Fußball, ne? Na, ich bin noch Co-Trainer geworden beim VfL Bochum unter Jupp Tenhagen. Und ein Jahr haben wir das gemacht. Dann ist der Jupp entlassen worden und ich auch. Ich hatte ja damals noch gar keinen Fußballlehrer. Und dann hat mich der Helmut rübergeholt nach Schalke. Und natürlich bin ich da gerne wieder gekommen. Schalke ist mein Verein, gar keine Frage. Obwohl ich da in der anderen Verein gerne gespielt habe und tolle Zeit war für mich. Aber Schalke, wenn man 11 Jahre da selber spielt, ja, und hinterher dann auch war ich Co-Trainer und Trainer, Mannschaft teilweise auch übernommen. Und Schalke ist mein Verein bis heute. Und wie war es, ihn als Spieler zu haben dann? Der Co-Trainer ist ja meistens so der Mittler zwischen dem Chef, der ein bisschen
strenger sein muss, ne? Und der Co-Trainer kommt dann schon mal hinten rum, wenn der Chef einen Anschiss gemacht hat, nimmt den Spieler in den Arm und sagt, komm hier, hat er nicht ganz so gemeint und wenn der nächste Mal... Ich glaube schon, wir sind gut klargekommen, weil selber als Spieler weiß man auch, ich war auch mal jung, glaube ich, über 18 Jahre, kommst du aus der A-Jugend oder aus einem kleinen Verein und spielst dann in der Bundesliga, hast große Namen neben dir und Thorsten war ehrgeizig und guter Fußballer sowieso. Und mit seinem linken Hammer, den er da hatte, wenn er, da hat man sich, natürlich, wenn man sich abgesprochen hat, unterhalten haben, was genau, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Dafür ist das schon zu lange her. Ja, ich weiß alles. Ja, ich weiß alles. Dann erzählst du uns. Ja, das ist ja aufgeschrieben. Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis. Der Klaus war für mich so ein, ja, so ein Ersatzfreund. Ja, ein Ersatzfreund, ein Ersatzvater sogar auch. Ja. Der hat mich immer zu, an sich genommen, ja, und hat gesagt, komm mal her, das und das musst du richtig machen. Ja. Hat mich im Arm genommen, wir haben viele Gespräche gemacht, wir haben das so gemacht. Für mich war der Klaus ja in den ganzen Jahren als, ja, so als Co-Trainer der Beste überhaupt, fand ich. Weil, nee, das ist so Klaus gewesen. Weißt du warum? Du hast aus Sicht eines Co-Trainers gehandelt, ja, und als Spieler. Und das und gerade deine Vita ist ja auch legendär. Ich habe ja auch gesessen am Fernseher, ja, die 70er Jahre, 80er Jahre, genau wie beim Abi auch. Ich gucke so als Furzknoten dahin und dann läuft eine Abrahamschick-Flanke, Klaus Fischer folgt. Ja, mein Gott. Und heute stehe ich so hier, ja, und ich bin hier. Und das ist genau richtig. Legendentreff. Also, Leute, Ball flach halten, ja, und den Diener machen und einfach mal die Klappe halten. Ja, das ist so. Ja, Klappe halten ist doof im Talk, aber wir verstehen, was du meinst. Nein, darum geht's nicht, aber auch mal schätzen, ja, und ehren, ja, das ist so. Ja. Und da war ich immer so ein Typ. Wir verehren die Jungs ja. Ja, ich auch. Auch deshalb gibt's ja diese Legendenreihe überhaupt. Ja, kommen wir mal von der Legende dann zur Gegenwart. Ne? Haben wir jetzt ein bisschen umschifft, aber wir müssen natürlich auch über das letzte Spiel reden. Und man sagt ja, aus Niederlagen lernt man am meisten. Abi, war das eine verdiente Niederlage? Was war das für ein Spiel? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also verdient war es nicht, weil ich meine, dass Schalke doch ein bisschen besser war als Karlsruhe. Was natürlich mir wieder aufgefallen ist, und das ist leider so, im Fußball muss man, wenn man auf dem Platz ist, sofort funktionieren. Also man muss nicht erst suchen und machen und tun, sondern man muss funktionieren. Das heißt also, die erste Ecke war für uns eigentlich schon tödlich. Ja, da steht einer ganz frei hinten am 16er irgendwo und kein Mensch dabei. Ja, da frage ich mich nur immer, was ist denn da los gewesen in den ersten paar Minuten? Gerade in den ersten paar Minuten muss man noch hin und her, jeder muss dem einen oder dem anderen sagen, hör mal, pass auf, geh du dahin, mach du das. Ja, dass die Leute wach sind. Gerade, man weiß ja sowieso, dass man immer schnell mal ein Tor reinkriegen kann. Und dass man dann hinterherläuft, dann hat Karlsruhe auf einmal gar nicht so schlecht gespielt. Aber auch nur Viertelstunde. Dann war Schalke aber da und hat unser Verein hat dann aber richtig Gas gegeben, fand ich. Und ich muss auch wirklich sagen, wir haben ja wieder mit unserem Terronne, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, war auch wieder in dem Spiel nicht so viel zu sehen. Aber der macht einfach sein Tor. Und das ist sensationell. Das ist, also ich habe noch nie einen gesehen, der so wenig so für die Mannschaft macht, ja? Außer dass er viele Bälle mal aus der Luft, wenn abgeschlagen worden ist, annimmt und verteilt hat, finde ich also auch gut an ihm. Aber so wenig im Spiel hat, eigentlich, der hat eine Chance und macht ein Tor. Das ist unglaublich. Also, wer hätte denn da gedacht, dass da noch irgendwie ein Tor entsteht? Da? Die Verteidiger haben dreimal am Ball, der eine ist rübergefallen, der andere ist rüber und der steht patsch, Tor. Unglaublich. Also, aber natürlich den absoluten Experten hier, Klaus, dass der ein Riese ist, wissen wir, warum ist das? Ja, er weiß, wo das Tor steht. Ja, und er hat es in Hamburg, egal wo er war, hat er in der zweiten Liga hat er seine Tore gemacht. Und man muss dann eben, die Mannschaft muss eben dahin kommen, dass er viel Bälle kriegt im Strafraum. Aber man darf sich nicht nur auf Tirode verlassen. Auch alle anderen Spieler müssen da versuchen, mal ein Tor zu machen. Weil wenn die anderen nichts machen und sie verlassen sich selbst auf Tirode, dann sagt der Trainer irgendwann, pass auf, du bleibst bei Tirode und gehst ihm keinen Meter weg, dann wird es auch für ihn schwer. Deswegen glaube ich, dass wir, die anderen Spieler, viel mehr machen müssen, um ihn in Szene zu setzen. Tore machen kann er, das sieht man immer wieder. Und er macht
aus nichts ein Tor. Das war ja keine große Chance, die er da hatte. Und deswegen muss die ganze Mannschaft nicht sich auf Terode verlassen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sie auf Terode verlassen, der macht schon. Nein, die müssen auch. Ein Lewandowski, zum Beispiel Bayern München, Lewandowski macht viel Tore, aber er macht ein Gnabry, die machen auch Tore. Ja, das passt. Und nicht Tür zu verlassen, geht nicht. Ja, wir haben erst drei verschiedene Torschützen. Wir haben elf, ne? Wir haben elf acht Tore. Davon hat Terode. Hat er noch zwei aufgelegt. Zweimal ja. Bülter, einmal ja. Drexler. Bülter hat nicht schlecht gespielt für mich. Also ich fand den in dem Spiel fand ich den sehr gut. Er hat viel gearbeitet, sehr viel gearbeitet. Aber leider, er hat auch ein bisschen Pech immer mit seinen Abschlüssen. Aber normalerweise hat er wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Also er hat sich gut bewegt. Also ich finde, das ist ein ganz toller Spieler auch. Und leider muss er da so ein bisschen an seinen Abschluss ein bisschen trainieren vielleicht, dass er da irgendwie mal noch besser zum Schuss kommt oder vielleicht ein bisschen ruhiger ist vorm Tor. Aber sonst ist das ein sehr fleißiger Spieler und ich sehe den immer ganz gerne, muss ich sagen. Auch eine ganz ordentliche Ergänzung zu Terodde. Passt ein, auch. Ein Wort zu dem. Kann man das denn lernen? Ich meine, dessen offensichtlich beste Qualität ist ja, du sagst, der weiß, wo das Tor steht, dass der in der Situation, dass er immer alles im Blick hat und dann genau das Richtige macht. Also sprich, er weiß genau, wo ist der Freiraum, wo komme ich mit dem Ball durch, ne? Wo muss ich hin? Also irgendwie hat er so Sensoren, auch im Rücken, hat man den Eindruck. Ja, ich glaube, das kann ist man das lernen oder hat man das... Ich glaube, das hast du irgendwie, ein Torjäger hat das, der hat das drin. Ja, und natürlich muss er das immer wieder trainieren. Und ja, der gibt auch nicht auf, der versucht immer wieder von der ersten bis zur letzten Minute. Und je mehr Möglichkeiten er hat, desto mehr Tore kann er auch machen. Und das ist schon schwierig, wenn man ein, zwei Chancen nur hat und muss zwei Tore machen. Das geht ja kaum. Aber er ist in der Lage, bei jedem Verein. Und die anderen müssen ihn unterstützen und müssen ihm helfen. Und deswegen wird er... Mit Sicherheit, wenn er nicht verletzt wird, das hoffen natürlich alle nicht, dass er zwischen 20 und 25 Tore wieder macht. Ja, das war bei jedem Verein, hat er das getan. Aber das reicht nicht alleine. Die anderen müssen auch. Ja, und hoffe, dass der Bülter spielt nicht schlecht. Er ist viel unterwegs, der arbeitet unheimlich viel für die Mannschaft. Aber alle anderen auch, die um ihn rum sind, die müssen versuchen, zum Torabschluss zu kommen. Auch immer zum Dribbeln im 16er. Nicht auf der Mittellinie, da brauche ich nicht dribbeln. Da muss ich den Ball laufen lassen. Aber um 16er, da muss ich versuchen, alles versuchen. Und natürlich auch die Leute ins Spiel bringen, auch im Strafraum. Ist aber bei anderen Vereinen das Gleiche, die große Mittelstürmer haben. Die werden von den Mitspielern an in Szene gesetzt. Und da müssen wir hinkommen. Thorsten, wie hast du die Knackpunkte des Spiels gesehen? Das erste hatten wir schon, der Eckball mit dem Tor in der 50. Sekunde, ne, als er völlig frei steht. Dann ist es natürlich auch, hat Ralle ja auch gesagt, ein Fehler von ihm, dass er den zwar spät sieht, aber dann eben auch ins Tor klatscht. Dann machst du das 1-1, aber dann ist natürlich die Szene, als Schalke im Druck ist, als das 2-1 ne, ein bisschen abseits war, sonst hätten wir das Ding, glaube ich, gewonnen, wenn das gezählt hätte. Mhm. Dann kommt die rote Karte. Ist das eine Nummer, wo du sagst, okay, der Paulsen, der war vielleicht auch ein bisschen sauer, dass vorher das Foul am Bülter nicht gepfiffen wurde und x andere Sachen auch nicht? Oder wie kann man das erklären? Also ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht und aus der Situation. In einem Spieler ist es eigentlich egal, ja, ob es da eine rote Karte gibt oder nicht. Du musst wissen, ja, worum es geht. Das ist Fakt. Das andere ist eben halt, ja, auch wenn du in Unterzahl spielst, ja, genau wie gestern in Leverkusen, auch 30. Minute rote Karte und sie gewinnen auf fremdem Platz, ja, 3-1. Ich glaube, ja, ich habe es so beigebracht bekommen, ja, hier steht ja auch einer, das war ja mein Mitspieler und mein Co-Trainer. Egal, was passiert, du musst versuchen, ja, immer dein Optimum auch rauszuholen. Das ist das Wichtigste. Du musst alles geben. Du musst wissen, ja, wozu und für was du kämpfst und für wem du kämpfst. In erster Linie ja für deinen Unternehmer, für das zweitens habe ich beigebracht bekommen, 15 Jahre lang bis heute, das Emblem. Das ist dein Arbeitgeber und das dritte ist eben halt, dir soll es wirklich auf Deutsch gesagt scheißegal sein, ja, was da draußen viele sagen oder nicht. Ich will 3 Punkte und das muss ich so in Szene setzen, ja, dass ich bis 90 plus 4, 5, 6 ja, vom Platz runtergetragen werde. Das ist es. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Spieler verstehen das nicht mehr.
Ja, sie geben nicht mehr alles und das ist das Problem. Wenn du hier einige hinauskristallisierst, ja, wie Wölter oder wie Terodde oder sonst einige, das ist ein Kollektiv, aber das sind individuelle Klassen, ja, die zeichnen sich natürlich raus aus so einem Team Spirit. Alles andere, muss ich sagen, ja, müssen noch viel, viel lernen, ja, wo sie sich jetzt befinden. Das ist zweite Liga. Und zweite Liga, ja, ist nicht erste Liga. Da musst du arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich glaube, Schalke, ja, muss das Prädikat wieder ans Tag legen. Malochen. Sonst sehe ich das schwarz. Ja, sie haben die meisten Zweikämpfe geführt und gewonnen bis zum Karlsruhe-Spiel. Auch im Karlsruhe-Spiel haben sie 53% der Zweikämpfe gewonnen. Aber wenn ihr die entscheidenden nicht gewinnst, beziehungsweise das ist so ein Ding dir erlaubst, ja, dann bist du auf einmal nur noch zu zählen. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Keine Ahnung. Vielleicht hast du ja schon recht, dass er vielleicht ein bisschen sauer war, weil wir vorher den Freistoß nicht gekriegt haben. Aber trotzdem meine ich, also da so hinzugehen, also so von hinten reinzugehen, zu sagen, ich erwische den jetzt mal und das Risiko eingeht mit einer roten Karte, das hätte ich zum Beispiel, also das hätte ich von ihm nicht erwartet, weil er eigentlich ein erfahrener Spieler ist, er ist Kapitän, ja, da hätte ich nicht erwartet. Ich wäre vielleicht hinterhergelaufen, weil es waren ja noch genug Leute hinten. Es wäre gar nichts passiert im Endeffekt. Weil es wäre passiert, der wäre wahrscheinlich, entweder hätte er geschossen oder hätte sich irgendwie verdribbelt. Aber dass er denn von hinten reingeht, das hat er schon ein bisschen die Mannschaft mit geschadet, weil da muss man aufpassen, dann Karlsruhe dann, wo Karlsruhe für mich dann aber auch nicht so stark war, dass man gemerkt hat, dass die mit 11 spielen und wir nur mit 10. Also das war für mich jetzt hier nicht so, die haben einfach weiter rumgespielt, die waren eigentlich zufrieden mit einem Punkt. So habe ich den Eindruck gehabt. Und dass natürlich dann auf einmal da so einer so ein Knaller da rauslässt, ja. Es war ein Freitag, aber ein Sonntagsschuss auf Deutsch gesagt. Ja, aber trotzdem, ja, trotzdem, in dieser Situation darf das keine rote Karte geben. Ein erfahrener Spieler, der muss ja kennen, muss sehen, da sind noch genügend Leute da. Ja, mitlaufen, der andere stellt ihn dann bin ich ja wieder dabei. Aber die Gefahr, eine rote Karte ist riesengroß, wenn ich da reingehe und den Ball nicht treffe. Ganz klar. Und es ist ja nicht nur jetzt, dass er vom Platz geflogen ist, sondern für die nächsten Spiele auch ausfallen. Mhm. Ja? Und wenn, heißt richtig, noch nicht wenn die richtigen Leute dann fehlen, dann ist das nicht gut. Die zweite Liga, wenn man so sieht, die ist ja ziemlich ausgeglichen, da kann ja jeder jeden schlagen, das kann man wieder sehen. Jetzt Jan Regensburg, mit denen hat ja niemand gerechnet, es steht mit Paderborn da oben drin. Von daher, du brauchst jeden wichtigen Spieler, den brauchst du. Und der fällt, ich weiß nicht, wie viele Wochen oder wie viele Spiele er bekommt, Gefallen getan, mit Sicherheit nicht. Zwei mindestens, und das sind die beiden, wo Danny Latzer noch fehlt, weil ich gehe davon aus, Danny geht zwar schon besser und er macht auch einiges auf dem Platz, aber bis er wieder richtig spielfit ist, ne, haben wir wahrscheinlich die nächste Länderspielunterbrechung und danach könnte er dann auf der 6 spielen. Ja, wen seht ihr jetzt in den nächsten Spielen? Aber die Gefahr ist doch die, der ist noch nicht so weit, sagen wir mal. Und jetzt fällt der aus, jetzt versuchen sie, dass er spielt. Vielleicht ist er noch zu früh. Ja, wäre besser, wenn er 14 Tage noch vielleicht, wenn die Länderspielpause kommt, noch trainiert, dass er topfit ist, an das Spiel geht. Das ist dann eine Gefahr, wieder sich zu verletzen. Ja. Ja, Flick hat ja nicht schlecht gespielt nachher. Da auf der Position hat er ja auch ein bisschen gespielt. Also ich fand, der hat nicht schlecht gespielt. Also wir haben, glaube ich, doch viele Alternativen auf dieser Position. Ich glaube, wir haben zu wenig Alternativen weiter nach vorne hin. Ja? Also da sehe ich, wenn wirklich mal ein, zwei Leute ausfallen, da sehe ich ein großes Problem. Da hinten, in dem Bereich hinten, da kannst du schieben, wie du willst. Da kann jeder wo immer spielen. Ob ich jetzt in der Dreierkette spiele oder spiele vor der Dreierkette. Also das ist irgendwie das Gleiche, finde ich. Aber ich glaube einfach, dass wir aufpassen müssen, dass wir vorne uns nicht verletzen. Ja, wenn wir vorne ein Problem kriegen, dann sieht es bitter aus. Weil wenn wir keinen Jäger auf einmal mehr haben, dann ist es ein Riesenproblem, gerade in der zweiten Liga. Ich war eigentlich mit dem Spiel sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Und dann auch noch die rote Karte, da habe ich gesagt, naja gut, Karlsruhe, die machen nichts. Die haben auch keinen Druck gemacht so richtig, dass man gesehen hat, boah, jetzt putzen wir die Schalker. Irgendwie, jetzt gehen wir los.
War für mich gar nicht. Die haben einfach weitergespielt und waren zufrieden. Ja, und dann wollten wir noch angreifen in Unterzahl, ne? Ja, und verlieren den Ball und haben, ja, eben, so ist es. So. Ist das dann irgendwie zu forsch, dass man in Unterzahl noch einen Konter fahren will und der führt dann hinterher zur Niederlage? Ja, man muss aber auch dazu sagen, das war natürlich auch ein Sonntagsschuss. Okay, wir haben natürlich einen Ball irgendwo verloren im Mittelfeld, sind alle nicht schnell genug zurückgekommen, ja, und dann ist der losgelaufen. Und meine Güte, solche Tore, die kriegst du alle, ja, einmal im Jahr kriegst du so einen, ja, sag ich mal. Ne? Du hast dann einen Mann weniger im Mittelfeld, wenn das nicht der Fall wäre, dass der sofort attackiert wird, dass er nicht durchlaufen kann und dann abziehen. Und ja, die Spieler, die trainieren das jeden Tag, Torschusstraininger. Ja, und wenn einer da ist, der einen guten Schuss hat, ja, dann passiert dir das. Und dann auf einmal stehst du da, mit leeren Händen stehst du da, verlierst du das Spiel. Ja, und gehst dann mit einer kleinen Nackenschlag nach Rostock. Nächstes Spiel, Samstagabend, 20.30 Uhr, ne, Topspiel. Ja, und für die Rostocker mit Sicherheit auch. Das waren immer heiße Geschichten, wenn wir da aufgelaufen sind. Ihr beiden habt nie gegen Rostock gespielt. Da nicht, dass ich wüsste. War ja noch die Mauer, aber du einmal. Kannst du dich erinnern? Ich glaube, da war ich mit Bremen unterwegs. Kann das sein? Ich glaube auch, ja. Ja, und da haben wir ein Spiel. Zu Hause gegen Rostock. Ne? Und 1-0 gewonnen. Ja, durch Windhofer, kann das sein? Oder durch? Ich glaube Klaus Olofs. Aber da müsste ich nochmal gucken. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, ja. Mir hat das als Gutes oben gereicht, dass du gegen die schon mal gewonnen hast. Und deshalb darfst du mit der Tipprunde anfangen und sagst jetzt bitte, wie Schalke da spielt. Was erwartet ihr von diesem Spiel? Das wird also nochmal eine komplett heiße Kiste. Die Zuschauer werden total ausrasten. Die Mannschaft wird on fire sein und dann kommen wir. Wir müssen davon ausgehen, diese Mannschaften, die spielen nicht jetzt Hansa Rostock gegen Jan Regensburg, oder so, die spielen gegen Schalke 04. Das ist ein ganz anderes Spiel. Und wir müssen das annehmen. Wir müssen das wissen, dass jede Mannschaft, die gegen uns spielt, vielleicht sogar über die Verhältnisse spielen. Absolut. Weil es FC Schalke 04 ist. Ja. Und das muss ich wissen. Und da muss ich schon von Anfang an zeigen, was los ist, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und das liegt an der Mannschaft. Ja. Jeder einzelne Spieler muss sich bewusst sein, was das bedeutet, für Schalke zu spielen und eben dann in Rostock. Das wird keine einfache Kiste, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, die haben bis jetzt, letzte Heimspiel haben sie gewonnen, 2-1 gegen 2-1. Darmstadt, dann haben sie vorher 3-2 im Pokal gegen Heidenheim in der letzten Minute. Nach Verlängerung haben wir auch enge Spiele da umgebogen. Ja. Auswärts haben die letzten beiden verloren, allerdings völlig unglücklich, jeweils Riesenchancen vergeben. Und das ist vielleicht so ein bisschen unsere Chance, dass die relativ wenig aus ihren Chancen machen. Die ja, aber man darf sich nicht verlassen. Man muss den Gegner so unter Kontrolle haben, dass sie nicht zu viele Chancen bekommen. Auf einmal ist einer da, der macht dann ein, zwei Tore und dann stehst du da. Ja, voll konzentriert, Fehler vermeiden, einfache Fehler vermeiden. Und das ist das große Problem, dass wir zu einfach die Punkte dann abgeben, wo nicht nötig sind. Ja, das ist ja, was der Holger auch gesagt hat. Hinten rumspielen ist immer gefährlich. Da hatten wir jetzt auch wieder gesehen, bis in die Karlsruhe haben wir auch wieder so ein paar brenzlige Situationen gehabt. Ich bin persönlich auch nicht dafür, dass wir da so groß mit dem Torwart so hin und her spielen. Ich bin auch lieber dafür, dass wir den Ball nach vorne schlagen. Wir haben zwei große Jungs vorne, die Bälle auch abnehmen können. Und wenn die anderen aufrücken würden, dann ist das also für mich auch viel sicherer. Ich glaube aber auch Rostock. Ich sehe Rostock nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir da mit Angst hinfahren sollten, auch wenn da viele Zuschauer sind und. Also aber Abi, ganz ehrlich, da muss ich den Klaus zustimmen. Ja, ey, wirklich, ja, ohne Quatsch. Thorsten, jeder kann ja sagen, was er will. Ich glaube aber trotzdem, dass wir in Rostock 2-0 gewinnen oder 0-2 gewinnen. Aber ich bin davon überzeugt, weil... Jetzt haben wir zufälligerweise, meistens ist das ja so, du hast jetzt schön einen auf den Deckel gekriegt zu Hause und jetzt hast du sie wieder alle wachgerüttelt. Ja, aber so. Wir wollen alle das Schalke gewinnen. Ja, keine Frage, aber du musst, um zu gewinnen, musst du sehr viel tun. Ja. Ja? Und wenn nicht alle mitmachen, dann wirst du Probleme kriegen.
In Regensburg, wir haben in Regensburg 4-1 verloren. Ja? Ich glaube nicht, dass die Regensburg besser ist als Rostock. Und deswegen musst du voll konzentriert sein, um diese Spiele zu gewinnen. Also Regensburg hat auch an dem Tag viel Glück gehabt mit ihren Schüssen. Dann haben wir 2 Fehler gemacht. Ja, also es ist ja immer so ein bisschen, weißt du, wenn du so raussuchst, Fehler, dann kriegst du natürlich immer einen rein. Aber ich glaube einfach, dass wir jetzt, gerade gegen Karlsruhe, das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir verloren haben. Weil wir waren schon wieder auf so eine Wolke gewesen. Jetzt gewinnen wir da noch. Und dann bumm, haben wir einen gekriegt. Und jetzt schauen wir mal, was in Rostock passiert. Auf jeden Fall werden sie konzentrierter rangehen, glaube ich, als gegen Karlsruhe. Davon bin ich mal fest überzeugt. Und wir werden auch nicht so schnell wieder ein Tor reinkriegen wie gegen Karlsruhe. Ja? Also da glaube ich schon, dass da jetzt einige Jungs wach sind und sagen, du, pass auf, das darf uns nicht mehr passieren. Auch noch auswärts. Denn wenn du auswärts einen reinkriegst, dann hast du natürlich Schwierigkeiten. Ich bin da eher anderer Meinung. Ich bin der Meinung, wenn du gegen Karlsruhe zu Hause gewinnst, dann hast du 13 Punkte, richtig? Mhm. Und der Erste oben hat wie viel? 14. Ja, dann bist du oben dabei. Das gibt Selbstvertrauen, das gibt Auftrieb und du bist vorne dran. Und dann nach Rostock zu fahren mit sehr viel Selbstvertrauen, wäre besser gewesen, glaube ich, wie jetzt in der Situation, wo wir zu Hause gegen Karlsruhe verloren haben. Rostock, die wissen jetzt auch, die haben zu Hause gegen Karlsruhe verloren. Die sind zu schlagen. Ja, und deswegen wäre es besser gewesen. Jeder schlägt sich ja in der zweiten Liga irgendwo. Jeder schlägt jeden, sonst wären schon ein paar Mannschaften ganz weit weg. Mit 10 Punkten bist du ja noch ganz nah dran. Ja, klar bist du noch. Ja, aber deswegen sage ich doch gerade, deswegen bin ich davon überzeugt, ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir in Rostock gewinnen. Ja. Also da setze ich mich diesmal. Hoffe, du hast recht. Setze ich mich diesmal wirklich. Also, ich hoffe, du hast recht. Abi, auf fremdem Platz, ja, vor fremder Kulisse, ja. Dann bist du dezimiert noch in der Anlage Schalke 04. Also, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also ich würde mich persönlich freuen, wenn wir gewinnen würden. Kein Problem. Thema. Nicht drüber reden. Aber den Kampf müssen sie erstmal jetzt gewinnen. Man muss sie auch nicht zu stark reden, diese Rostocker. Das ist auch eine unangenehme Mannschaft. Ja. Aber wenn du da einen Plan hast, ja, und du stehst ordentlich, was ich immer gesagt habe, du stehst hinten ordentlich und wartest, und die kommen auch, die Rostocker ist da auch so eine Truppe, die pausenlos nach vorne will. Weil die Zuschauer pfeifen die nach vorne und. Und ich glaube, da liegt unsere große Chance durch Konter diesmal. Ich glaube, wir müssen diesmal gar nicht groß das Spiel machen. Das wird unser Vorteil sein. Ich weiß nicht, ob wir die Mannschaft sind, die auf Konter spielt. Wir haben einen Terode, der ein Strafraumspieler ist, der im Strafraum seine Chancen sucht. Da müssen wir hinkommen. Und da musst du mal vorne anpacken, meiner Meinung nach. Egal, wo du spielst. Weil wir sind stark genug, jeden Gegner zu schlagen. Aber ich war auch schon zufrieden mit einem Punkt. Ich muss ja nicht unbedingt gewinnen. Nee, du musst. Ich wäre auch schon mit zufrieden. Also hauptsächlich, ich verliere nicht. Aber nachdem du verloren hast zu Hause gegen KSC, da kannst du jetzt nicht zufrieden sein auf einem Punkt spielen. Das geht schon mal überhaupt nicht. Aber du musst doch gucken, dass sie mindestens, weil ihr sagt jetzt, sie sind so stark, da könnten wir eventuell verlieren. Ich sage nicht, dass sie so stark sind. Nein, Abi, das habe ich nicht gesagt. Wenn du den Anschluss nicht verlieren willst oben im ersten Drittel, ja, unter den ersten drei, dann musst du 3 Punkte holen. Ja, aber trotzdem, habe ich auch gesagt. Ich sage nicht, dass die jetzt so göttlich stark sind, aber es ist unangenehm, gerade ja, wenn du jetzt dezimiert bist auf Schalke, ja, und du hast so ein Spiel abgeliefert. Klar haben wir einen Plan. Dezimiert das ist so. Dezimiert bist du doch nicht. Wir haben durch Zufall ein Spiel verloren, ja, weil einer aufs Tor geschossen hat, der normalerweise 18 Meter darüber geht. Also das sehe ich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde gar nicht. Unsere Mannschaft hat ja nicht schlecht gespielt gegen Karlsruhe. Das muss man auch sagen. Wir haben Druck gemacht und probiert. Also du hast ja gesehen, dass wir auch probiert haben, zum Schluss noch ein bisschen was zu tun. Ja, aber wir wären auch, da hätten wir sagen müssen, scheißegal, wir sind mit 10 Mann nur noch, wir machen jetzt dicht, Ende aus, Nikolaus, wir holen nur einen Punkt. Ja, aber das ist leider so manchmal. Dann kommt da einer daher und knallt drauf und Tor. Und dann kannst du dich schütteln, wie du willst, dann geht auf einmal nichts mehr. Vor allem nur noch mit 10 Mann. Deswegen bin ich von überzeugt, dass Rostock wird uns gut liegen. Auch wenn wir, wie du jetzt gesagt hast, nicht so Kontermannschaft sind. Ja? Wir müssten ja eigentlich mehr nach vorne spielen, um Terronne dann irgendwie durch Flanken und da so ins Spiel zu bringen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, Klaus, dass Rostock wird kommen.
Und wir werden unsere Chancen kriegen. Ich schätze die nicht so stark ein. Ich schätze die nicht so stark ein. Tut mir leid. Also das ist nicht so. Die haben schon 5 Tore nach Standards gemacht. Da müssen wir natürlich wieder aufpassen. Ne? Das ist ja. Aber wir haben ja auch keine. Wir haben auch keine kleinen Jungs in der Truppe. Wir haben ja keine. Ja. Wir haben ja auch alles große Jungs drin. Also und Ralle ist ja auch ein großer. Der kann ja auch mal rauskommen und da mal dazwischen hauen. Dann wirst du mal sehen. Dann geht da auch keiner mehr hin. Das ist so im Fußball. Wenn man dann mal zwischenhaut richtig. Und das muss er auch mal machen, dann wirst du mal sehen. Da geht auch jeder mit einem Auge zum Torwart und einem Auge zum Ball. Also dann, meistens wird da nichts raus. Ja, wir haben auch einige Tore aus Standardsituationen bekommen. Ne? Mhm. Und darum ist meine Meinung, ich glaube, man kann bei Standards, man kann das organisieren, dass man mit 8 Mann hinten ist und trotzdem geht man dann ein Tor rein. Ich finde ich persönlich eine Zuordnung. Eine Zuordnung, das hat es ja immer schon gegeben, Zuordnung. Das hat es zu unserer Zeit gegeben, Zuordnung. Du gegen den, du gegen den, du gegen den. So. Und da bin ich dabei. Und da kann nicht sein, dass wir so viele Standardtore kriegen. Zumal wir ja so viele lange haben. Ja, wir haben ja 5, 6 Mann und, über 1,90 oder an die 1,90. Ja. Wenn ich zum Beispiel auf Bundesliga Haaland, der ist 1,95 groß, der in Freiburg hat er nichts gerissen, weil der Schlotterbeck hat ihn aus dem Spiel genommen. Als Beispiel nur. Mhm. Ja, und deswegen ist die Zuordnung da und ich weiß, ich bin verantwortlich für ihn und da bekämpfe ich ihn aus. Aber wenn du im Raum stehst und der läuft los und ja und der bleibt stehen, weil er läuft nicht mit und geht hoch und schon ist er eher da als der Gegenspieler. Ja? Na gut, aber im Raum heißt ja auch, dass man trotzdem guckt, wo irgendwo Gegner stehen. Ja. Aber unsere Jungs, wenn die jetzt, sag mal, wir haben verhältnismäßig große Jungs drin, wenn die jetzt aufgeteilt werden, du gegen den, finde ich, ist das zu schade. Ja, weil der eine läuft weg, der andere läuft weg und dann ist irgendwo, die ziehen sich und laufen hinter denen her. Wenn du im Raum richtig gut stehst, Klaus, bin ich von überzeugt, dass mit großen Jungs kaum Tore passieren. Aber du kannst ich glaube aber eher, dass man, wenn man Mann gegen Mann spielt und der eine bewegt sich dahin und der andere da, dann reißt auf einmal der Aber du kannst immer wieder sehen, wenn Leute dann anlaufen können und dann der Ball kommt dahin und der geht schon hoch, dann kommst du nicht mehr hin. Aber wenn ich ihn sofort stell, ist meine Meinung. Ja? Von daher muss er nicht heißen, dass das richtig ist. Aber ich persönlich bin für Zuordnung. Ja. Wie immer gilt der alte Spruch, wenn wir nach vorne schauen und irgendwie uns überlegen, wie geht das nächste Spiel aus, von Franz Beckenbauer, der gesagt hat, es gibt ja nur 2 mögliche Ausgänge eines Spiels. Entweder gewinnen oder verlieren oder unentschieden. Ja, genau. Du hast recht. Wo wir gerade beim Franz sind, über einen müssen wir natürlich noch sprechen. Ist ein bisschen her, dass Gerd Müller gestorben ist, aber wo wir dich hier haben jetzt zum ersten Mal, müssen wir natürlich über den Mann reden und ein bisschen über den Tellerrand schauen. Bei besonderen Dingen wollen wir auch mal außerhalb von Schalke gucken. In dem Augenblick, wo du es erfahren hast, wir wussten alle, ne, die Sonne geht langsam unter, aber es dann ganz dunkel war, war es doch. Ja, mir persönlich muss ich ehrlich sagen, das hat unheimlich leid getan, weil ich kannte einen Gerd als wir mit 60 München haben, jetzt habe ich ja zweimal oder insgesamt 4-mal gegen Bayern gespielt. Und da gab es auch immer Duell. Gerd Müller mit Zylinder und Frack und so. Wie es nochmal die Bildzeitung damals haben wollte, haben wir gemacht. Und wir haben uns auch gut verstanden, weil man hat sich ja hinterher nur in Giesing da auch mal zum Mittagessen so bei 2 Trainingseinheiten getroffen und dann später dann in der Uwe-Seller 13-Mannschaft zusammengespielt und wir haben es wirklich gut verstanden. Und Gerd Müller, muss ich ehrlich sagen, der größte Torjäger überhaupt, weil man hat auch ein paar Tore gemacht, so ist es nicht. Aber der Gerd, der stand immer richtig, oh, der Ball vom Pfosten, von der Latte zurückkommt, der Gerd stand richtig. Also wie macht er das? Das kannst du nicht lernen. Das kannst du nicht lernen. Das ist dir gegeben. Und das war so. Und der Franz hat ja selber gesagt.
ohne Gerd Müller wäre der Bayern, FC Bayern nicht das gewesen, was er da war damals. Ja? Ja, und immer noch in der Bretterbude in derselben Straße. Wahrscheinlich auch nicht. Ja. Also ich habe mit dem Gerd, wenn ich mal so ein bisschen erzählen darf, mit dem Gerd meinen A-Schein gemacht. Und der Gerd war natürlich da der absolute King. Also der Bonn. Klar, Gerd Müller kannte jeder beim A-Schein. Und alle haben sich auch immer verbeugt. Und ich bin einen Morgen in Hennef angekommen, war zu spät. Ja, oder, kann doch mal vorkommen. Und dann bin ich rein im Saal und dann gucke ich so, oh, du hast ja Gerd da hinten, ganz hinten, gehe ich hin und so. Ich sage, Gerd, alles klar? Jo, ich sage, hör mal, was für ein Thema oder so, ne? Nö, ganz normal alles, sagt er. Ja, hast du was aufgeschrieben? Nö. Ja, ich sage, super, Gerd. Ja, alles klar, dann brauche ich auch nichts aufschreiben. Habe ich auch gar nichts aufgeschrieben. Und wir kommen jetzt zur Prüfung. Also zur Prüfung kommen wir hin. Und zwar, also normal A fängt ja an mit Abramczyk. Müller vor mir. Müller rein. Zack, kommt, geht rein. 5 Minuten, kommt er wieder raus. Ich denke, was ist das denn? Ne? Ist ja klasse, hier Arschein, so schnell raus. Wie soll ich zum Gerd, sag mal, was habe ich ihn gefragt? Die, so Fragen und so. Ne? Gar nichts. Da sagt er zu mir, Obi, wo ist was? Gar nichts haben sie gefragt. Was mag ich? Hat er gesagt. Ich sage, wie, was machst du? Was hast du denn gesagt? Wo ich trainiere da die Ohrjugend, hat er gesagt. Dann konnte er wieder rausgehen. Ich bin reingegangen, ja, man, mich haben sie bombardiert ohne Ende. Ich wusste gar nicht, wo ich war. Ich habe gedacht, die fragen mich jetzt auch. Ja, man, was machst du denn jetzt so? Und, ja, und gar nichts war gewesen. Ja, ich wollte mit Gerd Müller vergleichen, aber das war natürlich schön. Hast du wohl 500 Tore zu wenig geschossen? Ja, ungefähr. Ja. Aber der war geil. Nichts gefragt. Ich so, oh, wenn sie nichts fragen, dann ist ja klasse. Dann kannst du ja mal reinmarschieren. Und dann kam der Test, so, was ist das? Und ich sage, was ist denn hier los? Aber du hast den Schein bekommen. Ja, ja, ich habe ja meinen Fußballlehrer auch gemacht, wie der Klaus auch. Aber nein, aber das war lustig, weil ich habe gesagt, das gibt es überhaupt nicht. Also der war sowieso immer, zu dem Zeitpunkt hat er ja auch aufgehört zu trinken so ein bisschen. Das war also auch super gewesen. Also der saß auch nur mit Cola und so. Aber der Gerd, das war auch ein witziger Kerl, also auch, da muss ich wirklich sagen, der war witzig, der hat auch einen guten Witz drauf gehabt und da musste er abends auch schon mal schön mit dem lachen. Ne? Also ich fand auch, ich war auch sehr traurig, als ich das gehört habe und ich finde auch, der Klaus hat recht, das war einer, so eine Legende ein Jahrhundertspieler, sage ich mal, ein Jahrhundertspieler, der in der Art und Weise auch nicht mehr wiederkommen wird, glaube ich, weil der hat eine Eigenart gehabt. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, guck dir mal den Müller an. Der läuft 20 Mal zum Torwart hin, bis der einmal fallen lässt. Und was macht er? Patsch. Ja. Das ist Gerd Müller gewesen. Ne? Instinkt. Toll. Ja, ich bin, statt nach links, bin ich nach rechts gelaufen. nee, komm. Du hast auch schon, aber du hast genug Tore gemacht. Hör mal auf, sowas. Na, der Klaus. Vergleicht immer. Man darf das Spieler nie vergleichen. Da ich mit Gerd Müller. Da ist die Kopfballstärke war schneller, okay, aber das zählt alles nicht. Nee. Mein Vorbild war immer Uwe Seeler, weil so ungefähr so ein Typ wie Uwe, kopfballstark und alles. Aber die einmalige Sache, wie Gerd Müller es gemacht hat, das geht nicht. Da musst du für geboren sein. Das war eben so. Und deswegen bin ich ehrlich traurig gewesen, als ich davon gehört habe und viele andere Leute auch. Jo, jetzt sind wir die Letzten, die ihn gewürdigt haben, aber ich dachte, das war, glaube ich, doch noch ganz angenehm. Ja, ne? Auch eure Meinung dazu zu hören, eure Gefühle dazu zu wissen. Thorsten, vielen Dank, dass du da warst. Nicht dafür. Hat uns Spaß gemacht. Und dann gucken wir einfach mal, was am Samstag in Rostock passiert und Montag. Sehen wir uns zumindest. Also du hast jetzt aber keinen Tipp gemacht, ne? Keiner hat dir einen Tipp gemacht. Naja, ihr habt ja eure Tendenzen. Ja, aber ich sag 0-2. Wir hoffen alle, dass Schalke 0-4 gewinnt. Aber man muss viel tun. Das steht fest. Ich sage 1-0 für Schalke. Gut, dann sage ich 2-1. Ne? Ja. Und dann haben wir... Wir haben nur drei Punkte. Wieder einen reingekriegt. Du brauchst den ja gar nicht mehr. Aber was ist denn los mit dir? Ich bin für 3 Punkte. Wie das Spiel ausgeht, ist mir egal. Habt doch 3 Punkte. Ich glaube, das geht vielen. Mach doch mal Ergebnis.
Nee. Nee, nee. Nein. Kristallkugel ist beschlagen, Schalke, ein Sieg wünsche ich mir. Ja. Aber dafür sind die verantwortlich, nicht wir. Genau. Alles klar. Vielen Dank. Nicht dafür, wirklich. Ganz toll. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns wieder nächsten Montag. Bis dann. Alles klar. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Jo, super. Boah, endlich mal eine lockere Runde. Besser als in München zu sitzen und weiß ich was alles. Ey. Ja. Ja.